Hallo, liebe Leute, ich bin der Callcenter-Kascher. Am heutigen Sonntag habe ich mir mal eine Firma zur Brust genommen, die angeblich aus Deutschland ist und die als Adresse die Straße Börsenpill genannt hat. Die waren von Kompetenz so weit entfernt wie die Kuh vom Eiskunstlauf. Erst dumm und dann noch dümmer, gepaart mit Größenwahn. Nun habt etwas Spaß mit diesen russischen Betrügern, die nach dem Intro loslegen. Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Moni Halanski. Ich rufe Ihnen von Quantum Projekt. Sie haben sich bei uns neulich angemeldet. Ja, habe ich recht? Von wem rufen Sie an? Von Quantum. Quantum. Ja, Sie haben sich angemeldet und wie ich verstehe, Sie wollten auf dem Finanzmarkt Geld verdienen. Ja, stimmt das? Das ist richtig, ja. Perfekt. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Nein. Nein, okay. Ich kann jetzt erklären, ja, wie das alles bei uns funktioniert. Und ich helfe gerne Ihnen, Ihr Handelskonto zu aktivieren, okay? Okay. Okay, perfekt. Also, mit uns können Sie auf dem Finanzmarkt Mittel verdienen, ja, und wir bieten KI Asset Manager. Ja, mit KI Asset Management, Sie können automatisch das Geld verdienen. Nach der Aktivierung Ihres Handelskontos, werden Sie einen Anruf von einem Experten erhalten. Er wird Ihnen die Plattform zeigen, ja, und den Roboter einschalten. Aber Sie können auch zusammen mit unserem Finanzexperten arbeiten. Mit einem Experten können Sie mehr Geld verdienen, ja, als mit einem Roboter. Und Sie werden immer mit einem Experten in Kontakt sein. Er informiert Sie ja über die neuesten Nachrichten auf dem Finanzmarkt und so weiter. Sagen Sie mir bitte, welches Format würden Sie gerne ausprobieren? Mit Finanzberater oder mit KI Asset Management? Weiß ich ja nicht. Ich weiß ja gar nicht, was ist dieses KI-Dingenskirchen? Das kenne ich gar nicht. KI, sehen Sie mal, künstliche Intelligenz, ja. Es geht alles automatisch. Zum Beispiel, wann wollen Sie alles verstehen, ja, wie alles funktioniert? Dann ist es besser, zusammen mit Finanzexperten, ja, zusammenarbeiten. Aber wann wollen Sie zum Beispiel alles automatisch sein? Wann wollen Sie nicht so viel, ja, lernen und verstehen, dann Sie können nur mit KI, mit künstlicher Intelligenz arbeiten, ja, und alles dann automatisch sein. Jo, aber ich habe ja gar keine Erfahrung. Woher soll ich denn sowas wissen? Ja, perfekt. Dann ist es besser mit Finanzberater, ja, mit Finanzexperten zusammen Ja, arbeiten, ja? gut. Dann ist das doch geklärt. Ja, okay. Perfekt, natürlich. Sehen Sie, Sie können entscheiden, ja, mit welchem Geldbetrag Sie beginnen möchten. Sagen Sie mir bitte, wie viel möchten Sie mit uns zusammen pro Monat verdienen? Möglichst viel. Perfekt. Ja, ich verstehe. Aber zum Gut. Beispiel, sehen Sie, Sie können zum Beispiel mit Mindestbetrag, ja, mit 250 oder mit 500 oder mit 1000 anfangen und dann Sie erhalten, Ihr Gewinnbetrag, ja, ist von 18 bis 20% des Betrags, mit dem Sie beginnen. So, es ist wichtig jetzt, ja, entscheiden, wie viel möchten Sie verdienen und mit wie viel möchten Sie anfangen. Ja, es kommt ja darauf an, welche Summe ich in welchem Zeitraum ich verdienen kann. Das weiß ich ja gar nicht. Wie viel kann man denn genau verdienen? Sehen Sie mal, ja, gute Frage. Sie haben Verdienungstechnik, ja, und täglich Sie können verschiedene Summen verdienen. Zum Beispiel, einen Tag können Sie 5 Euro, anderen Tag können Sie 15 Euro verdienen, ja, und so weiter. Von unserer Statistik per Monat, ja, Sie verdienen bis 20%. So, es ist wichtig für Ihnen, ja, jetzt entscheiden, mit wie viel möchten Sie anfangen. Ja, Ich natürlich rate anfangen. Bitte? 20% im Monat kann man verdienen. Gut, dann ist es doch egal, in welcher, mit wie viel ich anfange. 20% sind 20%. Ob 20% von 10 Euro oder 20% von 100.000 Euro.
20% ist 20%. Ah ja, natürlich. Aber sehen Sie zum Beispiel 20% von 250 Euro, ja, es ist nicht so viel als 20% zum Beispiel von 1.000 Euro, ja? Verstehen ja, eben, deswegen habe ich ja gefragt, 20%, okay, das ist doch gut. Wozu müssen Sie dann wissen, mit wie viel ich das machen möchte? Ich möchte 20% verdienen. Natürlich. Ja, ich verstehe das, natürlich. Es ist unsere Statistik, Sie verdienen mit uns 20%, ja. Aber jetzt, wir müssen aktivieren Ihr Handelskonto, ja. Und für diese, Sie müssen entscheiden jetzt, mit wie viel wollen Sie anfangen. Weil weiter arbeiten Sie zusammen mit Ihrem Finanzberater, ja, mit Finanzexperten zusammen. Und Sie anfangen, ja, also ich kann Ihnen helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren und weiter arbeiten Sie mit Finanzberater, ja, helfen Ihnen mit Ihnen, mit alles und so weiter. Sorry, das habe ich nicht verstanden. Ihr Deutsch ist sehr schlecht. Können Sie das nochmal irgendwie versuchen, auf Deutsch zu sagen? Ja, natürlich. Entschuldigung, ja, für mein Deutsch. Ich lerne Deutsch noch. Aber ich meine, dass jetzt ich kann Ihnen helfen, nur Ihr Handelskonto zu aktivieren. Ja, ja, dann machen wir das doch. Weiter, Sie, ja, ja, weiter. Sie arbeiten zusammen mit Finanzexperten, ja, und Sie besprechen Ihre Arbeitsstrategie zusammen und so weiter. Okay? Ja, ja, dann aktivieren wir das doch. Ja, okay. Für diese Jahr frage ich Ihnen, mit wie viel möchten Sie anfangen? Mit welchem Geldbetrag? Ja, welche Möglichkeiten haben wir denn da? Sie können, ja, wie gesagt, Sie können mit Mindestbetrag mit 250 Euro, Sie können mit 500 oder 1.000 Euro anfangen. Mhm. Und das sind andere Summen gehen nicht? Sagen Sie mir bitte, mit welcher Summe wollen Sie anfangen? Also 425. Ja, natürlich, wann wollen Sie? Sie können mit dieser Summe auch starten. Mhm. Ja, gut. So, Sie wollen 400, ja, oder mit wie viel wollen Sie anfangen? 425. Mhm. Okay, ja, natürlich. Können wir mit dieser Summe auch starten. Ich kann Ihnen jetzt schicken Zugang dazu für Ihr persönliches Konto. Sagen Sie mir bitte, haben Sie WhatsApp für diese Nummer? Das ist eine Festnetznummer, da gibt es kein WhatsApp. Bitte? Das ist eine Festnetznummer, da gibt es kein WhatsApp. Aha, haben Sie WhatsApp nicht für diese Nummer? Nein, es gibt kein WhatsApp auf Festnetzrufnummer. Das ist eine Landline-Nummer. Da gibt es kein WhatsApp. Ich kann Ihnen dann via E-Mail alles schicken. Sie haben Ihre E-Mail-Adresse bei Anmeldung gegeben, ja? Stimmt das? Ja. Welche haben Sie da ja, von mir? Ja, perfekt, dann. Ja, natürlich haben wir Ihre E-Mail-Adresse. Ich ja, meine Frage war, welche Adresse haben Sie von mir? Bitte.watchet, ja, mailbox.org. Stimmt das? Das ist richtig, ja. Ja, okay, perfekt. Dann kann ich Ihnen schicken jetzt Zugang dazu für Ihr persönliches Konto. Dann können Sie sich anmelden, ja, sehen, wie unsere Seite aussieht. Sie können auch Ihr Passwort ändern, ja, damit Sie wissen, dass bitte? Sie Zugang dazu haben. Und sagen Sie mir bitte, wie wollen Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Sie können diese ja. mit Ihrer Karte bezahlen oder mit ganz normalen Banküberweisung. Ja, meistens nehme ich Banküberweisungen für alles, was ich mache. Okay, perfekt. Ja, ich meine, dass mit Ihrer Karte können Sie direkt von Ihrem Handelskonto bezahlen. Ja, dort können Sie sehen Einzahlungsfenster und Auszahlungsfenster. Haben Sie nicht verstanden, was ich gesagt habe? Nein, habe ich verstanden. Sie wollen mit Banküberweisung aktivieren. Richtig. Und ja, jetzt, ja, ich ja, und sagen, Sie haben jetzt gerade gesagt, jetzt haben Sie gerade gesagt, ob ich mit der Karte das machen will. Nein, ich möchte mit Banküberweisung machen. Ja, ja, natürlich, ich habe verstanden. Ich nur sage, das können Sie mit Banküberweisung oder mit Ihrer Karte aktivieren. Wann wollen Sie mit Banküberweisung? Es geht. Okay. Gut.
Dann ich schicke Ihnen jetzt ja Überweisungsdaten und auch Zugangsdaten für Ihr persönliches Konto. Wann sind Sie fertig? Ja, mit Überweisung senden Sie mir bitte einen Screenshot, ja, oder PDF-Datei. Bitte, oder das habe ich wieder nicht verstanden, dann, wegen dem schlechten Deutsch. Habe ich leider nicht verstanden. Ich sage, dass ich schicke Ihnen jetzt via E-Mail Zugang dazu für Ihr persönliches Konto. Dann können Sie sich anmelden, ja, und sehen, wie die Seite aussieht. Auch, ich schicke Ihnen jetzt Überweisungsdaten. Ja, dann können Sie die Überweisung machen. Und wann sind Sie fertig mit Überweisung? Bitte schicken Sie mir eine Quittung oder Screenshot, ja, oder PDF-Datei. Kann ich dann nach unsere Finanzabteilung, diese schicken als Bestätigung, ja. Und dann können Sie mit Ihrem Expert, mit Finanzberater, ja, mit alles anfangen, okay? Ja gut, dann schicken Sie mal los. Ich bleibe am Telefon so lange. Ja, natürlich. Bleiben Sie bitte am Telefon. Ich schicke es Ihnen sofort zu, okay? Ja. Ja, ein, zwei Minuten. Ich schicke es Ihnen jetzt. Ja, hallo? Ja, hallo, hier ist Monika. Ich habe schon ein E-Mail geschickt. Können Sie bitte prüfen, das haben Sie meine Nachricht verhalten? Warum haben Sie denn aufgelegt? Bitte? Warum haben Sie denn aufgelegt? Nein, ich weiß nicht, warum. Ich denke, dass Sie haben diese gemacht. Nee, habe ich nicht. Ich war am Telefon, ich habe gewartet. Ja, ich war auch am Telefon, ja, ich weiß nicht warum, aber okay, habe ich Ihnen geschickt, können Sie bitte prüfen, das erhalten Sie meine Nachricht. So, ja. Monika Lansky. Ja, ja, richtig. Hier können Sie auch Ihr Handelskonto anmelden, ja, ich habe Ihnen geschickt temporäres Passwort. Diese Passwort können Sie ändern, ja, damit Sie wissen, dass nur Sie Zugang dazu haben. Okay? Ja, aber Sie haben doch gesagt, Sie hätten von Quantum. Sie wären von ja, Quantum, haben das? Sie gesagt. Das ist ja, ja nicht. Ja, ja, richtig. Ja, aber Sie übersenden jetzt Quantum. Da steht ja gar nichts von Quantum. Sehen Sie, Quantum ist Projekt. Ja, verstehen Sie diese? FTC Group ist unser Unternehmen und Quantum ist ein Projekt. Wir haben verschiedene Projekte, aber haben Sie sich angemeldet bei Projekt Quantum? Ach so, ah ja. Und wann habe ich mich da angemeldet? Wann, oder? Ja, genau, wann? Moment, weil ich überprüfe heute. Moment mal, um 13 Uhr. Bei Quantum? Nee. Ja. Nee, wann genau? Heute um 13 Uhr und 2 Minuten. Mhm. Gut. Ja, schauen wir doch mal so. Jetzt gucke ich mal ein bisschen. So, Augenblick. Der Browser ist gerade ein bisschen langsam. So, können Sie jetzt ausprobieren, ja, sich anmelden und ich bleibe am Telefon. Sagen Sie bitte, wann können Sie sich anmelden, okay? Ja, ich wollte gerade noch mal ein bisschen was gucken. Weil Quantum, das FTC, von wo aus rufen Sie denn jetzt an? Von wo, oder? Ja, genau, das habe ich gefragt. Von wo aus rufen Sie jetzt an? Von Deutschland? Nee. Wo ist denn Ihr Sitz in Deutschland? Ja, sehen Sie, ich rufe Ihnen via IP-Telefonie. So, die Nummer können zum Beispiel von Austria, ja, oder andere Nummer sein, weil es ist IP-Telefonie. Wissen Sie, was ist das?
Ja, das ist mir bekannt. So, aber Sie sagten mir noch, Sie wollten mir die Bankdaten schicken. Ja, natürlich schicke ich Ihnen Bankdaten, aber jetzt können Sie sich anmelden. Ja, vielleicht haben Sie irgendwelche Fragen. Wann haben Sie Fragen nicht? Dann wir aktivieren Ihr Handelskonto, natürlich, ja. Augenblick, ja, ich versuche mich da mal anzumelden. So. Ja, natürlich, ich warte am Telefon. Ja, So, Sie haben. Sie können ja inzwischen die Bankdaten schicken. Ja, natürlich. Ich erkläre ja, wie können Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Sie tätigen eine normale Banküberweisung an unsere Leiter der Finanzabteilung, Roberto, ja. Und sobald das Geld auf Ihrem Konto gutgeschrieben ist, ja, ich warne Sie mit Banküberweisung, dass es ein paar Tage dauern kann, ja. Werde ich Sie mit einem Experten in Verbindung setzen und er will Ihnen Plattform ja zeigen und Sie können besprechen Ihre Arbeitsstrategie und mit alles anfangen, okay? Ja, aber ich kann mich nicht anmelden. Es kreiselt nur. Es kommt nur so eine Sanduhr. Ich kann mich gar nicht anmelden. Sagen Sie mir bitte, schreiben Sie dieses Passwort? Ja, das habe ich geschickt, temporäres Passwort. Haben Sie nicht verstanden? Ich habe die Seite aufgerufen und dann kommt nur ein grüner Kreis und ein roter Kreis, der geht nur ineinander und nichts passiert. Ich kann mich nicht anmelden. Interessant. Können Sie mir bitte ein Screenshot schicken? Dann kann ich verstehen, ja, wie geht's und ich kann Ihnen helfen. Ja, ich sagte doch gerade, es kommt keine Anmeldemaske. Es kommt nur ein grüner und ein roter Kreis, die immer im Kreis gehen. Ich kriege gar keine Moment mal. Anmeldemaske. Moment mal, ich überprüfe. Interessant, weil es muss gehen. Okay, ich kann Ihnen Es geht einmal nicht. andere Link schicken. Okay, Moment mal. Ja, dann schicken Sie den anderen Link und gleich die Bankdaten mit. Vielleicht gehen die ja dann wenigstens. Ja, natürlich. Moment mal, jetzt schicke ich Ihnen einmal Link und Bankdaten. Okay, Moment mal. Sie wollen mit 250 Euro anfangen, Nein, ja? Stimmt es? 425, sagte ich. Aha, ja, Entschuldigung, ja. Okay, Moment mal. Dieser Link muss gehen. Bitte. Ich sage, dass dieser Link funktioniert ja für mich. Ich weiß nicht, warum können Sie mich mit diesem Link anmelden. Ja, weil der Link tot ist, da passiert nichts. Moment mal. Okay, ich bin fast fertig. Oh, und auch, ja, wenn Sie aktivieren Ihr Handelskonto heute, erhalten Sie von uns einen Bonus, ja, von 50 Euro auf Ihr Handelskonto. Ja, bis jetzt ist noch keine E-Mail angekommen. Und jetzt, ich habe schon geschickt. Ja, dann schaue ich mal. Dieser Link funktioniert für
alle Kunden, ja, dann ich hoffe, dass können Sie sich anmelden mit dieser Link. Noch ist keine E-Mail da. Jetzt ist was angekommen. Perfekt. Das ist derselbe Link doch. Ja, mit diesem Link können Sie sich anmelden. Es ist dieser Link, das habe ich geschickt. Ja, aber es funktioniert doch nicht bei mir. Ja, aber dann können Sie mir bitte einen Screenshot schicken. Wie funktioniert nicht? Das habe ich Ihnen doch erklärt. Einfach ein zwei Kreise, ein grüner und ein roter Kreis, die immer nur im Kreis sich drehen und nichts passiert. Ich kann nirgendwo meinen Namen eingeben oder meine E-Mail-Adresse oder ein temporäres Passwort. Kann ich nirgendwo eingeben. Ja, aber ich sage ja, diese Link funktioniert für alle unsere Kunden. Ich kann diese Link öffnen. Es ist, warum ich verstehe nicht, warum. Ja, aber ich kann es nicht öffnen. Ich kann ja, es nicht verstehe. Öffnen. Es ist, warum ich sage, das können Sie mir bitte einen Screenshot schicken. Ich kann dann Ihnen helfen. Ich kann verstehen, ja, was genau funktioniert nicht. Verstehen Sie? Wenn Sie zwei Kreise sehen, können Sie sehen, Augenblick, dann schicke ich Ihnen das. An welche E-Mail-Adresse? Okay, Augenblick. Da mache ich einen Screenshot. Ja, das ist die Antwort an diese E-Mail-Adresse. Ja, kein Problem. Ja, danke schön. Dann kann ich Ihnen helfen, weil jetzt, ich verstehe nicht, warum. Ja, können Sie nicht öffnen. So. So habe ich ihn geschickt. Moment mal. Und weiter geht es nicht, ja, mit Anmeldungsfenster. Genau das habe ich Ihnen gesagt. Okay, Moment mal. Hallo? Ja, ich bin da. Vielleicht geht es etwas mit Internet, ja, weil es muss nicht. Nee, mein Internet funktioniert hervorragend. Ich kriege doch andere E-Mails. Das liegt an Ihrer Seite. Okay, können Sie bitte einmal. Bitte? Bitte was? Haben Sie etwas gesagt? Ich habe gefragt, Sie wollten etwas sagen. Ja, ich sage, das können Sie es bitte noch einmal, ja, versuchen. Ja, kann ich noch mal machen. Wieder genau das Gleiche. Funktioniert nicht. Okay, ich weiß. Ihre Website ist kaputt. Ich weiß nicht, es sollte funktionieren. Es tut es aber nicht. Rufen Sie aus einer Diskothek an? Ich bitte um unsere Unterstützung jetzt. Ja, ich frage, wie können es sein? Ja, weil es funktioniert alle Zeit für alle Kunden. Offensichtlich funktioniert es nicht für alle Kunden, denn ich bin ein Kunde und bei mir hat es nicht funktioniert.
Ja, ich verstehe diese, aber ich sage, dass normalerweise, ja, es funktioniert für unsere Kunden. Es ist, warum, ich weiß nicht, warum können Sie diese nicht öffnen? Ja, wann geht es alles gut mit Ihrem Internet? Dann ist, ich muss fragen, ja, unsere IT-Abteilung, was können diese bleiben? Ja, und kann ich Ihnen zurückrufen und vielleicht hoffentlich kann ich dann Ihnen helfen, weil jetzt leider, ich weiß nicht, warum können Sie diese nicht öffnen? Ja, dann fragen Sie mal nach. Kein Problem. Okay, dann ich frage ja und ich rufe Ihnen zurück und können wir dann weitergehen, okay? Ja, okay, machen wir. Okay, ja, vielen Dank und bis bald. Bis gleich. Tschüss. Hallo? Oh, hier ist Monika. Hallo. Ja, können Sie mich hören? Jetzt höre ich Sie, ja. Ja, perfekt. So, sagen Hallo. 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 Ich höre Sie nicht. Hallo. können Sie mich hören? Ist da jemand? Hallo. Hallo. Ja, hallo, können Sie mich hören? Jetzt höre ich Sie, ja. Ah, okay, perfekt. Sagen Sie mir bitte, könnten Sie sich anmelden oder noch nicht? Nein, konnte ich nicht. Ich habe es mit zwei Browsern probiert. Weiß ich nicht warum. Und mit Inkognito, ja, haben Sie auch? Mit was? Ich habe Ihnen geschickt, ja, wir können Sie auch ausprobieren. Augenblick, ich guck mal drauf. Mit Inkognito. Haben Sie diese ausprobiert auch? Eine lokale Sperre? Wieso eine lokale Sperre? Verstehe ich nicht. Ja, es kann, ja, es ist ein Antwort, ja, von unserer IT-Abteilung, dass Sie können diese auch ausprobieren von Inkognito öffnen. Vielleicht das geht dann. Nee, nein, nicht, dass ich, was ist denn Inkognito? Was ist denn das? Inkognito können Sie auf Ihr Browser ja auch öffnen. Sie Was können ist denn? ausprobieren. Ich kenne kein Inkognito. Hallo? Okay. Ja, können Sie mich hören? Ja, zwischendurch sind Sie immer wieder weg. Nein, nein, ich bin da. Ich denke, wie kann ich Ihnen ja erklären, was Inkognito ist? Weil Sie können diese öffnen von Ihrem Browser, ja, aber von anderer Seite. Wie von anderer Seite? Ich habe doch nur ein Internet. Wie soll ich auf, wie soll ich von einem anderen Internet öffnen? Ja, Sie können zum Beispiel Google, ja, was in, wie können Sie Inkognito öffnen und öffnen von Ihrem Browser ja auch Inkognito. Ja, ich weiß gar nicht, was Inkognito ist. Alle anderen Webseiten öffnen sich. Nur ihre öffnet sich nicht. Und Moment mal. ich habe es ja schon mit zwei verschiedenen Browsern probiert. Also viel mehr kann man da ja nicht Und machen. haben Sie ausprobiert von Ihrem Handy, ja, oder von Ihrem Computer öffnen? Vom Computer. Ich habe so ein Handy, das internetfähig ist, habe ich gar nicht. Hallo? Okay. Ja, ich denke, was können wir auch ausprobieren? Ja, weil es muss funktioniert und Ja, das muss an Ihrer ehrlich gesagt, Webseite es ist liegen. erstmal ja, dass Das muss an Ihrer Webseite liegen. nein,
Doch. Point ist, Website funktioniert perfekt, ja. Nee, Und eben ich nicht. weiß nicht, Wenn warum es können Sie nicht perfekt öffnen. funktionieren würde, dann könnte ich ja auf die Seite zugreifen. Es funktioniert eben nicht perfekt. Ja, aber ich sage ja, dass es funktioniert perfekt Nein, und es ist erst mal ein Jahr, wann können Sie nicht. es funktioniert nicht perfekt. Wenn es perfekt funktionieren würde, dann könnte ich ja darauf zugreifen. Es funktioniert nicht perfekt. Ja, ich verstehe, aber ich sage das, ja, es ist erst mal, das können Sie nicht öffnen. Ja, also ist es nicht perfekt. Okay, wie ich habe Ihnen ja in E-Mail geschickt, dass vielleicht haben Sie lokale Jasper und Ja, das Sie haben können. Sie, diese lokale Sperre, die müssen Sie ja dann haben. Und Sie sind doch offensichtlich eine Firma aus Deutschland, haben Sie gesagt. Sie rufen aus Berlin an, ne? Nein, ich bin jetzt in Frankfurt, aber unsere Unternehmer ist international. Ja, wir haben verschiedene Büros und verschiedene Läden. Und diese Plattform funktioniert in verschiedenen Ländern auch, ja, perfekt. Wo Und ist denn ja der Hauptsitz Ihrer Firma? Der rechtliche Sitz Ihrer Firma? wie gesagt, Frankfurt, Der rechtliche Sitz wie Ihrer gesagt, Firma? Frankfurt am Main. Also sind Sie ein, da müssen Sie eine deutsche Firma sein, richtig? Wie gesagt, unsere Unternehmer ist international. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, Wir sind sind Sie eine deutsche Firma, ja oder nein? Ja, ich habe gesagt, ja. Nee, haben Sie nicht gesagt. Sie haben immer wieder gesagt, Sie sind international. Also sind Sie eine deutsche Firma. Haben Sie mal die Okay, Adresse verstehen Sie, Ihrer was die Antwort Augenblick, ich ist? war noch nicht fertig. Haben Sie mal Ihre Adresse in Deutschland? Ja, natürlich. Ja? Ich höre. Bitte? Ich höre. Ich möchte gerne Ihre Adresse haben. Adresse in Frankfurt. Richtig, die Adresse Ihrer Firma. Okay, ich sage Ihnen jetzt Adresse in unsere Firma, aber warum fragen Sie diese? Ja, weil wenn ich bei Ihnen handeln möchte, möchte ich auch wissen, wo das ist, wo der Sitz dieser Firma ist. Okay, sehen Sie, unsere Adresse ist Börsenbrühl 4, Bitte was? 60313 in Frankfurt am Sorry, Main. ich habe es leider nicht verstanden wegen Ihrem schlechten Deutsch. Wie ist die Adresse? Börsenbrühl 4. Was? Börsen, was? Börsenbrühl 4. Was ist denn Börsenpill? Ja, stimmt das? Was ist denn Börsenpill? Ich kenne kein Wort, das heißt Straße. Börsenpill. Es ist Straße am Frankfurt am Main. Aber ich verstehe Ihnen nicht. Sie verstehen, was Hallo, hallo. Finanzmarkt ist? Börsenpill? Was ist keine Straße? Was heißt Börsenpill? Das ist kein deutsches Wort. Es ist Straße. Nein, das ist Ich kein kann Ihnen deutsches Wort. schicken diese Wörter. Ich Ja, kann Ihnen schicken genau. Schicken Sie Adresse. mal. Genau. Ich warte. Vielleicht kann ich es Kein dann Problem, ich verstehen. kann Ihnen schicken. Ja, genau. Ich warte. Okay, ich kann Ihnen schicken. Genau. Ich warte. Moment mal. Börsenpill kenne ich nicht. Ich kenne keine Straße, die Börsenpill heißt. Moment mal, ich schicke es Ihnen sofort zu. Ja. Okay, habe ich schon geschickt. Ja, dann rufe ich mal Und ab. sagen Sie mir bitte, verstehen Sie? Ja, natürlich, weil Sie öffnen meine Nachricht. Ja, sagen Sie mir bitte, verstehen Sie, was Finanzmarkt ist? Ja. Ja, wann verstehen Sie, was Finanzmarkt ist? Sie verstehen, dass es ist alles online Nein, und
Eine Firma muss irgendwo. Wir haben verschiedene Büros. Das habe ich ja, ja nicht gefragt. Ja. Lass Sie mich bitte mal ausreden. Ach, Sie, ach nein, wie niedlich. Börsenpill? Sie kennen ja nicht mal eine deutsche Abkürzung. Börsenpill heißt Börsenplatz. Und Sie wollen in Deutschland sein und kennen Ihre eigene Adresse nicht, Börsenpill? Das ist ja lustig. Aber gut, Sie sind eine deutsche Firma. Was lustig ist? Sie sind eine deutsche Firma. Wo sind Sie dann reguliert als Finanzdienstleister? Warum fragen Sie diese Frage? Ja, weil ich gerne wissen... Ja, lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Sie sind eine Finanzdienstleistungsfirma, richtig? Ja oder nein? Wir arbeiten auf dem Finanzmarkt. Dann sind Sie eine Finanz... warum... Ja, Sie verstehen eine ganze Menge nicht. Also, Sie sind eine Finanzdienstleister, dann müssen Sie auch reguliert sein. Wo ist Ihre Firma reguliert? Hallo? Natürlich. Ja. Ich verstehe Ihnen nicht. Ja, das ich, ist, nicht, ich kann es nochmal deutlicher Sie, sagen. Wo ist Ihre Firma reguliert? Anfangen. Ein Finanzdienstleister muss ja reguliert sein. Wo ist Ihre Firma reguliert? Das habe ich gefragt. Bei der BaFin oder wo sind Sie reguliert? Soll ich es nochmal deutlicher sagen, wenn Sie es nicht verstehen? Oder haben Sie es jetzt verstanden? Hilft es vielleicht, wenn ich es auf Englisch sage? Regulation. Ich sage es mal auf Englisch. Regulation. Haben Sie das verstanden? Ja, ich habe verstanden. Gut, und wo sind Sie reguliert? Wo ist Ihre Regulation? Sehen Sie, ich verstehe Ihnen nicht, natürlich. Was meinen Sie? Ich verstehe nicht. In welcher Sprache soll ich es denn nochmal sagen? Regulation, Regulation. Welche Sprache sprechen Sie denn hauptsächlich? Was ist Ihre Muttersprache? Sie können auf Englisch sagen. Ja, habe ich doch gerade gemacht. Regulation. Ja, ich verstehe diese Wort. Ich verstehe nicht, was meinen Sie, wann fragen Sie diese Frage? Ja, weil wenn Sie ein Finanzdienstleister sind, dann müssen Sie ja reguliert sein. Und meine Frage war, wo sind Sie reguliert? Sehen Sie, ich bin Ihre Kundenmanagerin. Ja, ich bin aber nicht Finanzexpertin. Nein, das müssen Sie auch nicht sein. Das müssen Sie auch nicht sein. Ich werde mein Handelskonto erst dann aktivieren, wenn Sie mir sagen, wo Sie reguliert sind. Vorher werde ich nichts aktivieren. Eine reguläre Firma okay, muss... Okay, wollen Sie diese... Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Ha? Also, Sie sind eine Finanzdienstleistungsfirma, Sie rufen bei mir an und Sie können mir nicht sagen, wo diese Finanzdienstleistungsfirma reguliert sind. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, ich habe verstanden. Ich kann fragen, unsere Finanzexpert und ich kann Ihnen antworten. Ja gut, dann fragen Sie kurz nach, ich bleibe am Telefon. Okay, Moment mal, bleiben Sie bitte am Telefon, ich frage es sofort. Okay. Ich bleibe dran. Kann ja nicht so fürchterlich schwer sein, das zu erfragen. Und haben Sie schon eine Antwort? Ja, sind Sie da, ja? Ja. Die Antwort ist Englische Nationalbank und FCA. Ach, bei der FCA, dann sind Sie also keine deutsche Firma. Okay, gut, schön, prima. Gut, bei der FCA, dann schauen wir doch mal nach. Ist doch gar kein Problem. So, dann haben Sie Ihre FCA-Registrierungsnummer sicherlich für mich, ja? Verstehen mich richtig, ja? Ich bin Ihre Kundenmanagerin. Ich habe es Ihnen gerade schon mal erklärt. Ich möchte erst dann mein Konto aktivieren, wenn Sie mir gesagt haben, wo Sie reguliert werden. Sie sagten bei der FCA. Dann brauche ich Ihre Regulierungsnummer bei der FCA.
Das sind einfach sechs Zahlen. Sagen Sie mir bitte die sechs Zahlen. Ja, genau. Die Regulierungsnummer bei der FCA. Okay, Moment mal. Ja. Ich frage. Genau. Und noch keine Antwort bekommen. Moment mal, ich frage, wie gesagt. Ja. Und ich habe sonst noch auch noch was ganz Schönes für Sie. Noch keine Antwort da? Ich schicke es Ihnen sofort zu. Ja. Moment mal bitte. Aber schön, dass Sie so schön international sind. Ich sage Ihnen auch gleich warum. Aber schicken Sie erstmal die E-Mail. Es ist toll, dass Sie so schön international sind. Ja, ich habe schon geschickt Ihnen einen Link, ja, via E-Mail. Sie können diese öffnen, sehen alles. Aber einmal, ja, wie gesagt, noch ist keine E-Mail da. Noch ist keine E-Mail da. Ich habe geschickt, warten Sie bitte vielleicht, ja. Moment. Ich warte so lange, kein Problem. So, da haben wir doch was. Nein, ja, ist lustig. Die Regulierungsbehörde ist nicht die Bank of England. Sie haben gesagt FCA. Sie haben gesagt, die FCA würde Sie regulieren. Richtig, haben Sie doch gesagt. Die Bank of England, ja. Die Bank of England ist nicht die FCA. Ich habe gesagt, England Nationalbank. Das und ist ja, FCA. Das ist ja, und ich brauche die Nummer der FCA. Das ist die Regulierungsbehörde. Die Bank of England, die wird selber reguliert. Die hat auch eine Regulierung. Nämlich bei der FCA. Okay, sehen Sie mal, ich habe gefragt, wie haben Sie mich gefragt? Was für, bitte? Ich habe nicht Ihnen verstanden. Diese Antwort. Das ist wie immer das sehr schlechte Deutsch. Diese Fragen, was haben Sie mich gefragt? Ich gebe Ihnen. Tut mir leid, Ihr Deutsch ist fürchterlich. Aber jetzt verstehe ich nicht. Ja, es ist klar, dass Sie nicht verstehen. Ich verstehe nicht. Ja, ich kann Ihnen auch sagen, was Sie nicht verstehen. Soll ich Ihnen das sagen, was Sie nicht verstehen? Wollen Sie das wissen? Okay, sagen Sie mir bitte, wollen Sie anfangen? Wollen Sie das wissen weil oder ich nicht? Verstehe nicht? Ja, das ist klar, deswegen will ich Ihnen das ja erklären. Aber Sie wollen es ja scheinbar gar nicht hören, oder? Nein, ich höre Ihnen, aber ich verstehe Ihnen nicht. Ja gut, okay, ja, Sie verstehen gar nichts. Sie verstehen überhaupt nichts. Sie verstehen gar nichts. Sie sind eine Firma, die mit einer Gmail-Adresse E-Mails schreibt, statt einer Firmen-E-Mail-Adresse. Sie sind eine Firma offensichtlich nicht in Frankfurt, sondern Sie sind offensichtlich in Russland, weil in Ihrer E-Mail im Header ist eine kyrillische Buchstaben. Sie sind eine Firma aus Russland. Sie sind eine fürchterlich schlechte Betrügerseite. Und Ihre Webseite, wie alt ist sie? Na, was los? Sind Sie schon am Ende? Ah, okay. Sie können jetzt, sehen Sie, Sie können jetzt sie sprechen können jetzt, mit unseren Finanzexperten. Ja, genau. Und genau, Sie können los. Alles besprechen. Okay? Ja, genau, los. Perfekt. Ja, gut. Ich warte. Ich warte immer noch. Hallo.
Ja, hallo. Hallo, wer ist da? Ja, hier Markus Lamberg am Apparat. Wissen Sie, dass er Herr Pochert? Bitte was? Richtig? Bitte was? Sie sprechen sehr Sie sind undeutlich. der Herr Pochert, richtig? Nee, ich spreche Wo? sehr schön. Hören Sie Na, mich gar? Hören Sie Sie mich? sprechen sehr undeutlich, sagte ich gerade. Ich heiße nicht Bochert, ich heiße Borchert. Herr Borchert, okay, sehr schön, dass ich Sie da begrüßen. Herr Borchert, wie gesagt, Markus Lamberg, Sie hatten eine Frage zur Regulierung, habe ich das richtig Richtig. so orten können, ja. Jetzt interessiert mich, von wo Sie die sechs Ziffern haben, weil zum Beispiel FX Pro hat fünf Ziffern, der MCA hat vier Ziffern. Das ist Was sind Quatsch. denn die sechs Ziffern? Das kann ich Ihnen genau sagen. Ja, wollen Sie nicht Wissen Sie hören? was? Wollen Sie nicht hören? Nee, ich möchte mit Ihnen, ich bin seit 15 Jahren Vermögensverwalter, ich habe eine Lizenz Ja, und ich wo kenne mich haben sehr Sie gut denn aus. eine Lizenz her? Wer lizenziert Sie denn? Wissen Wer Sie denn? offensichtlich nicht, dass Wer denn? die Nationalbank, die englische Nationalbank, reguliert unter anderem auch Finanzunternehmen? Ja, natürlich. Sie sind bei der englischen Nationalbank. Ihre Kollegin hat gesagt, Sie wären bei der Na, ich bin FCA. nicht bei der englischen Hallo, nicht Nationalbank. dazwischenreden, nicht dazwischenreden, schön ausreden lassen. Ihre Kollegin hat gesagt, Sie wären bei der FCA reguliert. Nachdem sie erst gesagt hat, sie wären eine Firma aus Deutschland mit einer Adresse aus Frankfurt, die sie nicht mal Ja, aussprechen jetzt, konnte. okay, jetzt, Hallo, ja, noch, ich jetzt bin noch beruhigen Sie nicht sich mal. fertig. Schön ausreden lassen. Und sie wollte Bleiben Sie mir mal in dann, Ihrer Bahn, lassen dann Sie mich müssen bitte Sie endlich sprechen. ausreden. Sie können mich gerne ausreden lassen, danach können Sie reden. Und Ihre Kollegin hat gesagt, Sie wären bei der FCA Okay. reguliert. Und ich möchte gerne die FCA-Regulierungsnummer von Ihnen haben, von Ihrer Firma. So, jetzt, und die Nummer ist sechs Zahlen. Okay. Die sechs Zahlen möchte ich jetzt gerne hören. Die Nummer ist nicht sechs Zahlen. Doch ist es. Machen Sie mal nach App. Googeln Sie bitte. Googeln Sie jetzt hören Sie mir zu. Okay? Googeln Sie bitte FX Pro. Nein. Schauen Sie die FC-Regulierung an und dann schauen Sie es doch. Das Ich machen Sie möchte jetzt und hören Sie mir auf, Ihre hier mit Max zu erzählen. Wer sind Regulierungsnummer. Sie denn? Ich möchte Ihre Regulierungsnummer haben. Ich Also warte. nochmal, die Mitarbeiterin ist seit ungefähr 2 Wochen da, ja. Ich kann Ihnen gerne die Dokumente und alles hinkommen lassen. Später Ja, können wir dann gerne sagen ein Sie mir ruhiges einfach mal Gespräch die führen. Ich werde Ihnen auch, ich werde Ihnen. FCA-Regulierungsnummer. Die Hören Sie, ich bin FCA-Regulierungsnummer. nicht. Nochmal. Nochmal die Bei der Nationalbank habe ich gehört, nicht FCA-Regulierungsnummer. bei der FCA. Ich möchte die gerne wissen. Nicht bei der FCA, sondern bei der Nationalbank. Wissen Sie, was die Die Nationalbank ist? FCA, die Nationalbank wird selber reguliert. Es gibt nur zwei Regulierungsbehörden in England, die regulieren. Das eine ist die FCA und das andere ist die PR. Mehr Regulierungsbehörden gibt es nicht in Großbritannien. Da liegen Sie falsch. Nein, da Öffnen liege Sie ich Google richtig. und Da liege googeln ich Sie mal. völlig Oh. richtig. Da liege ich Hören völlig Sie. richtig. Hören Sie. Hören Sie. Hören Sie, hören Sie, Hören Sie. Hören hören Sie. Sie, Hören Sie. hören Ganz Sie, ruhig. hören, hören Sie, hören Bleiben wir Sie, doch einfach mal hören ganz Sie, ruhig. hören Sie. Ja, es ist immer lustig mit euch Scammern. Ist bei Ihnen alles okay? Ja, na, natürlich. Ihre Firma, Okay, dann übrigens sehr googeln lustig, Sie doch dass Sie jetzt, so googeln wunderschön international sind, Sie dass Sie als selber. russische Firma dann tatsächlich englische Musik hören. Das ist doch mal toll. Toll, toll international. Sie merken gar nicht, wie dumm Sie sind, weil Sie haben Ihrer E-Mail sind kyrillische Buchstaben. Was hatte das mit England oder Deutschland zu tun? Ich lache Sie Also aus. nochmal, ich spreche gerade mit jemandem anderen. Ne? Ich weiß nicht, Nee, wer ich Ihnen spreche gerade was mit Ihnen, einem angeschrieben dummen hat und mit Scammer, wem Sie richtig. gesprochen Genau, mit einem dummen haben. Scammer Okay. spreche ich gerade. Genau, mit Ihnen. Okay. Ja, der Einzige, der dumm ist, das sind Sie, nicht ich. Ja, Ja? natürlich. Natürlich. Ja, Ja, große der Kunst. dumme Scammer, der mir weiß zu machen versucht, dass er eine Firma aus Wissen Sie, Deutschland okay, oder wissen Sie, England wie ist. man, wissen Sie, hören Sie, Sie hören wissen Sie. gar nichts. Sie sind ein hoffnungsloser, dummer Scammer und das ist heute auch tatsächlich der dümmste Scammer, der angerufen hat. Ja, sehr schön. Okay, ich Ja, gratuliere. genau. Okay, jetzt nochmal von vorne. Die Monika, die arbeitet noch nicht so lange bei uns. Das ist Das A. hat ja gar nichts B, damit zu die tun, habe dass ich Sie trotzdem dumm sind. Sie ja, aber persönlich sind ich. dumm. Nein, ich bin sehr intelligent. Und wenn Sie mir zuhören, Ja, dann bringen natürlich. Sie mir Sie sind etwas der bei. Intelligenteste Wissen Sie, wie der man Welt. Reise, wissen Sie, wie man Aktien, wissen Sie, wie man Aktien. Hören Sie zu. Hör mal zu, Ja, du Großmaul. du Großmaul. Ich lach dich aus, dummer Scammer. Wissen Sie? Ich lach dich. Ja, Wisst ich ihr, lasse dich Mann, auch hör doch aus. auf zu stottern. Wirst du schon nervös?
Du wirst schon nervös, nee, ne? Hast du Angst? Sind Sie auf Drogen oder sonst was? Ja, ich glaube, Sie sind auf Drogen. Typisch Russland, ne? Also nochmal. Sind Sie direkt in Moskau oder wo sind Sie? Wissen Sie... Wissen Sie, wie man Aktien bewertet? Wissen Sie, wie man vernünftig betrügt? Scheinbar nicht, ne? Sie sind zu dumm dazu. Sie merken gar nicht, dass Sie die ganze Zeit verarscht wurden. Sie sind ein hoffnungsloser, dummer Scammer. Das kann ja gut sein. Ja, richtig, sind Sie, genau. Haben Sie schön das zugestimmt, dass Sie hoffnungslos, dummer Scammer sind. Ja, das ist schön. Das finde ich sehr schön. Okay, gut. Dann sind wir schon mal... Na, was ist los? Sind wir schon was mal sind wir denn? Vorwärts gekommen. Also, okay, ja, jetzt nochmal. Genau. Wegen der Zahl. Also 78043, ne? So, was? Das jetzt geht das... ein und wer sind Sie? 78043. Ja, und die B. Und nicht eine Nummer, sondern eine Zahl. Nee, das ist keine FCA-Registrierungsnummer. Ja, dann gehen Sie doch jetzt mal googeln und googeln ja, Sie mal FCA. Genau. Sie wissen, was FCA nein, ich gucke, ist, ich gucke genau bei der FCA nach. Ich bin auf der Webseite der FCA. Das ist gut. Super. Und da, wissen Sie, was super, da steht? Ja. Unfortunately, we didn't ja. find any result matching your search term. Mann, sind Sie yeah, dumm. You may not offer the right persons, but the numbers. So you're gonna yeah, do the little yeah, bit first. Genau. Okay, so eine FCA-Registrierungsnummer hat nie Buchstaben. Ja. Ja. Not always. So nicht immer. Ne? Nicht doch, immer. Richtig. So, die hat nie Buchstaben. Die FCA reguliert immer nur mit Zahlen. Nee. Doch. Bei FX Pro zum Beispiel. Gut, dann gehen wir es doch mal ein. Unter welchem Namen sagen Sie? FX, buchstabieren Sie mal. FX? Ich habe Ihnen ja gesagt, Nationalbank und nicht FCA. Das hat die Frau Moderin gesagt. Ja, Sie hören mich hoffentlich nicht zu. Ja, nuscheln Sie mal nicht so. Nuscheln Sie. Buchstabieren Sie mal. FX? Weiter. Nochmal, wie gesagt, Nationalbank, die FCA. Das hallo, die weiter. Buchstabieren. Buchstabieren. FX? Und weiter? Sind Sie schon am Ende mit Ihrem Latein? Merken Sie selber, wie dumm Sie sind, ne? Na? Schlagartig das Mikrofon ausgefallen, ne? Dummer Scammer? Aber Sie sind doch ein Aktienexperte, ne? Haben Sie gesagt, ne? Und nun will er nicht mehr. Nachdem ich diesem Idioten alle Hinweise gegeben hatte, woran man erkennt, dass die Betrüger sind, mochte er dann plötzlich doch nicht mehr mit mir sprechen. Wieder mal ein klassischer Fall von Treffer versenkt. Nun bleibt mir nur noch, euch einen schönen Restsonntag zu wünschen, mit netten Menschen um euch und euch ans Herz zu legen, aufmerksam zu bleiben und euch nicht abzocken zu lassen. Euer Callcenter-Crusher.